Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 22 PS5 hier in Oberon. Ja, zur zweiten Folge heute hier am Montag, am Pfingstmontag. Und natürlich allen nochmal hier schönen Feiertag. Ne? Wenn wir das heute früh nicht schon gemacht haben, der Folge, aber wenn, dann holen wir das jetzt nach. Ne? Ja, deshalb ja auch heute zwei Folgen, weil Feiertag ist. Und wir müssen natürlich in der zweiten Folge, oder beziehungsweise die erste Folge war ja die zusätzliche. Ne? Da müssen wir in der zweiten Folge das schaffen, was wir nicht geschafft haben. Ich weiß es nicht. Ne? Ja. Hier müssen wir weitermachen. Unser Schwader war noch nicht ganz fertig. Ne? Und ja, eigentlich so mit dem Ergebnis, also hier diese drei Zipfel da, also da lohnt es sich ja echt nicht nochmal drüber zu fahren, was er da übergelassen hat. Das ist echt nicht schlecht. Da bin ich echt erstaunt. Hab da wirklich mit mehr Material gerechnet, was liegen bleibt. Ne? Aber das ist wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut. Das ist wirklich gut. Ne? Es ist nicht gut, dass ich so lange ohne diesen Schwader halt. Muss natürlich vor der Presse einschalten. Das muss ich schon tun. Ne? Weil sonst macht er das nicht. Was nicht gut ist, dass ich so lange ohne diesen Schwader gearbeitet habe. Ne? Mir ist das ja von der Optik her, ja, weiß ich nicht. Habe ich so bei uns noch nie gesehen. Da denkt man mal, das ist irgendwo nicht so das, was man dann erwartet. Ne? Weil wir hatten ja auch am Freitag im Stream, wo wir auf der Rostock gespielt haben, auch das Thema, weil die Ballenpresse vom Schwatt, der dort sehr groß ist wahrscheinlich, relativ viel liegen lässt, dass man vielleicht doch einen Frontschwader dran macht und einfach gar nicht selber vorher schwadelt, sondern gleich von Haus aus nur mit Frontschwader fährt. Ne? Wenn natürlich jetzt zwischen den Reihen nichts liegen lässt, ist das auch eine Option, beziehungsweise dort hätten wir ja die Möglichkeit von CP. Ne? Das ist schon. Das wäre schon eine Option. Und wie gesagt, optisch, ja. Ist es nicht das so, was man sonst hier so bei uns sieht. Also bei uns sieht man einen richtig normalen Schwader, der hinterher gezogen wird. Auch nicht zu klein meistens. So, wir müssen natürlich restlichen Helfer durchgucken. Die Ballen können wir dann mit ihnen wegsammeln. Hier ist ja noch einer mit einer Gruppermission unterwegs. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Könnte ja schon fertig sein. So rein. Ne, noch nicht ganz. Oh, dann gibt es noch eine Gruppermission auf 46. Ne? Das könnte man eigentlich gleich noch annehmen. Ne? Vertrag akzeptieren. Und natürlich dann einfach bloß die 33 nicht abschließen. Ja, könnten wir ihn gleich hier nochmal nutzen. Das Knickgelenk. Ne, nee, ist ja kein Knicklenker. Ist ja bloß einer mit Ketten hinten und vorne. Den 8er John Deere. So, aber wie viel Prozent haben wir? 86%. Das ist natürlich auch wiederum nicht viel. Denn wenn er wirklich bloß noch die zwei Reihen hier hat, wie sieht denn das in der Übersichtskarte aus? Den Zipfel hat er doch. Ach nee, der ist noch nicht fertig, der Zipfel. Genau, so rum war es. Der war noch nicht fertig, er hat ja nach links umgelenkt. Ja, ja, ist alles richtig. Das ist schon soweit richtig. So, ihn hier können wir eigentlich mitnehmen oder nehmen wir unseren Legebereiften. Im Grunde genommen ist es egal, es muss bloß einer Striegel ziehen, ne? Oder fahren. Was steht denn als nächstes an? Ja gut, wir haben auch unsere zwei Glastraktoren frei. Können wir ruhig ihn hier nehmen. Das Grasfeld muss gestriegelt werden. Wir haben September. Es könnte im Oktober wachsen. Es wäre durchaus möglich, wenn es im November weiter wächst, dass wir im Dezember dann nochmal das Gras ernten könnten. Ne? Weil Gras kann nicht ganzjährig ernten. Ne? Es muss natürlich wachsen. Es hört natürlich irgendwann, ich glaube, von, weiß ich,
weiß nicht genau, ob es von November zum Dezember ist, wo man das letzte Mal eine Wachstumsstufe kriegt, oder ob es erst vom Dezember zum Januar ist. Ich glaube, wir hatten schon mal welches im Dezember abgeerntet, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist Richtung Januar nicht gewachsen. Es blieb, glaube ich, auf abgeerntet bis von Februar zu März. Ne? Das kann aber natürlich auch auf dem PC gewesen sein, das will ich nicht ausschließen. Ja, das Gute an der Sache ist, da oben steht, Helfer E hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ich vermute, und ich hoffe, dass es unsere Ballenpresse ist, weil dann konnten wir erstmal schon das ganze Feld pressen. Erstmal noch nicht zu viele Ballen auf der Map. Aber nochmal, das Feld pressen wird nicht funktionieren. Wir müssten ja irgendwo jetzt 100 und ein paar 50 so in der Richtung was gepresst haben. Ein paar liegen noch hier draußen. Ja. Nicht zu unterschätzen ist auch, was hier an Paletten draußen liegt, weil da sind wir, glaube ich, auf 100 limitiert. Ne? Bei 140 Ballen liegen ja jetzt schon hier. So, wir müssen aber erstmal hier aufräumen, bevor wir hier weitermachen. Also mit Striegeln, das werden wir dann machen. So, wir haben 2900 Liter. Wir bräuchten jetzt noch... Die kriegt man auch nicht zusammen. Da brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Weil was natürlich nochmal eine Option wäre, wären natürlich unsere... Oh doch, oh, hier liegt ja noch jede Menge rum, ja klar. Gut, der Helfer reagiert ja auf den Schwader und nicht auf die Ballenpresse. Die müssen wir ja zusätzlich hinten einfach nur anschalten. Ja, nicht noch hängen bleiben. Oh, wir kriegen noch genau einen Ballen raus. Das ist natürlich super. Meine, was noch eine Überlegung wäre, einfach um die Wiesenränder zu mähen, um die Feldränder nochmal zu mähen. Ne? Da müsste man natürlich jetzt, weiß ich nicht, ob man sieht, wie viele Ballen wir jetzt haben. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich das sehen könnte, wie viel aktuell auf der Map liegen. Ne? Ich kann nicht weiterfahren, wenn man im Menü ist, das muss ich mir... Weil ich sehe jetzt hier... Ja, nur das Geld. Sehe ich hier aktuell gepresste Ballen? Nee. Gepresste Ballen heute 11. Ne? Insgesamt 1134. Ne? Abgeschlossene Mission 123. Ne? Spieldauer 96 Stunden. 3 Jahre. Ne. Länger sind wir noch nicht hier. Meine, vor 3 Jahren ist das jetzt nicht ganz schlecht, was wir da bis jetzt geschafft haben. Aber trotzdem wird das nächste Jahr das letzte sein. So, dann müsste ja theoretisch, kann man gucken, ob das Einhorn hier drunter passt. Naja, geht. Können wir ihn hier mit abstellen. Ja doch, wir stellen ihn ab. Nehmen die Presse noch wieder raus. Weil, wie gesagt, die Überlegung war, eventuell die Feldränder noch zu mähen. Gut, die könnte man ja mähen. Und dann müsste man mit der Kombi hier fahren. Dann lassen wir erstmal hier stehen.
Wenn, dann sollten wir das zeitnah machen. Zeitnah heißt, sonst gern ja die Ballen wieder länger wie die anderen, ne? Das ist jetzt so meine Überlegung. So, einmal Reset und dann soll es gehen. Das war jetzt eigentlich so die Überlegung, wenn die Ballen nicht wieder länger gehen, dann... stehen die natürlich auch länger irgendwo rum. Und die nächste Seite ist, wir müssen mal gucken, also wie gesagt, wir haben ja jetzt 100 und... also 5 Stapel haben wir ja dort stehen. 140 Ball. So, das sind 152, 3, 156, ne? So viel haben wir doch, glaube ich, jedes Mal geerntet, ne? Wenn es voll ausgewachsen ist. So, hier schon mal das Autoload ausmachen, oder beziehungsweise in Transportstellung. Ich habe Vorfahrt. Nach oben. Jo, fällt leider einer runter. Ah, der klemmt sich natürlich jetzt hier ein, oder? Naja, geht gerade so. So, die müssen gehen, ist klar. Hm. Meine September ist jetzt noch nicht so, ich sag mal, ja, November könnte man schon über Ballenverkauf nachdenken. Weil, glaube ich, Dezember, Januar der beste Preis ist. In die Scheune gehen sie nicht mehr. Ne. Noch eine Scheune bauen, kommt eigentlich auch nicht in Frage. So, wenn wir jetzt hier mal gucken, das hier hinten ist ja auch ein 28er Stapel. Ne? 1, 2, 3, das sind 6, 12, 24, 28. Also 68, Quatsch, 56 haben wir ja. 84 haben wir dann schon. 84, 85, 84, 93, 94, 95. 5 Ballen können wir noch pressen. Ne? Dann ist Schicht im Schacht. Ne? Das ist natürlich schlecht. Aber gut, nicht zu ändern. Er ist ja nicht ganz fertig. Ihn setzen wir mal hier drüben einfach an. Ich weiß nicht, wie viel Prozent er jetzt noch machen muss. Wir werden mal schauen, wie weit er kommt. Hier gucken wir mal. Ja, 3%. Das können wir eigentlich gleich selber machen, bevor wir Richtung Striegel springen. Feld 46 ist doch halt nicht 46, müsste hier unten sein, genau, das ist auch hinter uns, genau, das ist halt noch so rumfeld, ne? Ja, wenn ich wieder den schönen, die schöne Baumwolle sehe, gut, wir sind erst im September, der wird ja, glaube ich, erst im Oktober erntereif werden können. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir das kriegen. So, 8:33 abgeschlossen, wir einmal zusammenpacken. Dann fahren wir Richtung 46. Dort müssen wir auch nichts weiter tun, als wie einfach ihn einstellen. Da gucken wir, machen wir auch kein Vorgewende. Da rechts und links ist ja theoretisch Platz. Das gekalkte Feld. Hier ist Kalk drauf. Und guck mal, was er fertig kriegt. Abschließen, wie gesagt, können wir es ja erst, wenn wir das dann hier noch gekruppert haben, weil das ist ja hier nicht unser Gerät. Ja.
obwohl mir das gut gefallen könnte. So, ja, ausklappen. So, und Helfer einstellen. So, und Helfer müssen wir hier auch gleich einstellen, aber für ihn hier werden wir noch ein Vorgewende machen. Wie üblich, drei Bahnen. Kommt ein Schild her. Das ist doch wieder mitgenommen. Ja, wie gesagt, wie üblich, wir machen hier drei Vorgewände auf der Kopfseite, dann weiter drüben und dann schicken wir ihn los. Meine Striegeln, ja, es gehen die Reste weg. Das ist einmal der Grund, warum ich striegle, und dann der zweite Grund ist, der Striegel fährt einfach schneller wie so eine Walze. Ne? Weil Walzen könnten wir ja theoretisch auch. So, der Striegel erwischt natürlich hier das Gras, was hier stehen bleibt. Das geht natürlich dann auch in der Wachstumsstufe entsprechend zurück. So, ein paar Krähen im Boden gewachsen. Das wird nichts hier. Na, steckt noch rüber. Ein Helfer einstellen, das hier gerade wird. Ne, doch, er fährt doch noch. Weiß ich es nicht. Habe ich jetzt oben nicht mitbekommen. Habe ich leider nicht mitbekommen. So, wie gesagt, die ist abgeschlossen, aber da werden wir noch warten müssen, bis die andere abgeschlossen ist. Ich würde aber sagen, den Rest von dem Vorgewende, das machen wir dann hier am Dienstag fertig. Ich wollte gerade sagen Montag, nee, heute ist zwar Feiertag und frei für viele sicherlich, aber dann morgen ist ja schon Dienstag. Ne? Also vielen, vielen Dank fürs Einschalten, dann machen wir morgen um 16 Uhr weiter. Bis dahin, tschüss.